Kessler, herzlich willkommen. Meine Güte, das ist aber ganz schön zu tun hier mit der Frost. Es ist kalt hier im Studio. Ja, aber hier drin hat die Scheibe schon beschlagen, ist ja klar. Ich hatte diesen tollen jungen Mann bei mir auf dem Beifahrersitz. Was habt ihr denn wieder gemacht? Das verraten wir dir jetzt noch nicht. Laser Aldeen, meine Damen und Herren. Und Andreas Kessler, heute Wintervorbereitung, ne? Mit dem Auto. Machen wir. Genau. Wie überleben wir den Winter? Natürlich glücklich und in einem Stück. Ne? Und Laser das passende Lied dazu, ne? Was, wenn alles gut geht? Selbstverständlich. Nur für den Winterstraßenverkehr. Okay. Hast du uns mitgebracht, das Album? Ja. Wie geht's dir ansonsten? Gut, gut. Tour geht los, Album geht los, ich gehe los. Ja, und Sie gehen auch los ans Telefon und machen mit hier bei MDR um 4. Und außerdem haben wir diese Themen für Sie. Und die Geräuschkulisse natürlich auch. Weil Herr May gestern bei unserem Gewusst-Wann-Rätsel um ein paar Jahre daneben lag, sind heute immerhin 200 Euro im Jackpot. Und den Jackpot können Sie abräumen, wenn Sie sich den folgenden Ausschnitt ganz genau ansehen. Und da geht's heute in die Kaufhalle, The Kofi, wie wir aber gesagt haben. In der Sendung Prisma schaute man sich im gesuchten Jahr die Verfallsdaten der Lebensmittel mal ganz genau an. Die Lokführergewerkschaft GDL ruft zum längsten Streik in der Geschichte der Deutschen Bahn auf. Der Ausstand beginnt heute im Güterverkehr und ab morgen sind auch Personenzüge betroffen. Die Bahnreisenden sind wütend. Jedes Mal, wenn eine Einigung im Tarifstreit mit den Lokführern in Sicht scheint, scheitern die Verhandlungen. Ein neuer Streik beginnt und die Fahrgäste bleiben auf der Strecke. Der Mittellandkanal ist Deutschlands längste künstliche Wasserstraße und gerade für uns in Mitteldeutschland einer der wichtigsten Transportwege. Doch seit in der vergangenen Woche zwei Frachtschiffe bei Übisfelde kollidierten, ging auf der Wasserstraße gar nichts mehr. Wir hatten über die Havarie berichtet. Seit heute Morgen wird auf dem Mittellandkanal wieder klar Schiff gemacht und das ist nicht einfach. Vielen Dank, Daniel Juhe. Welches Kind wünscht sich nicht ein Haustier? Besonders beliebt sind neben Meerschweinchen und Hasen vor allem Hunde. Leider fehlt vielen Eltern das Geld und natürlich die Zeit, sich um solch einen kleinen Racker auch noch zusätzlich zu kümmern. Dabei könnten unsere Jüngsten eine Menge von den Vierbeinern lernen. Das dachte man sich auch an der Sekundarschule in Röblingen am Salzigen See. Also gehen dort 260 Schüler, 21 Lehrer, ein Hausmeister und eine Hündin zur Schule. Sie heißt Polly und ist der Liebling aller Schüler. Es gibt Dinge, die will man einfach nicht wahrhaben, aber es ist so, nach dem Herbst folgt der Winter und der kann in unseren Breiten mit Schnee und Eis und Temperaturen unter 0 Grad Celsius kommen. Besser man bereitet sich und sein Fahrzeug darauf vor. Das wollen wir heute tun, gemeinsam mit unserem Autoexperten Andreas Kessler. Autozeit ist bei uns kurz nach 17 Uhr und Sie können schon jetzt bei uns anrufen unter 01802 15 15 17. Wenn am Sonntag ganz Deutschland den Fall der Mauer feiert, wird zwischen Bayern und Sachsen die Grenze wieder dicht gemacht. Kein Akt der Politik, sondern der Partnerstädte Hof und Plauen. Grund ist eine spektakuläre Aktion. Genau wie vor 25 Jahren wird sich eine Trabi-Welle von Ost nach West schieben bis zum symbolischen Schlagbaum am damals über Nacht eingerichteten Grenzübergang Ulm. Ja, wenn alles gut geht, dann stehst du ganz oben in den Charts, dann wird gefeiert und dann sehen wir uns spätestens nächstes Jahr wieder, weil das nächste Album dann schon wieder da ist. Sehr gerne. Ich drücke dir alle Daumen. Dankeschön. Januar geht's los mit der Tour, das müssen Sie mal gesehen haben, Lace auf der Bühne live und Sie singen und tanzen mit. Ja, ich bitte doch darum, alles mal rauslassen, alles mal loslassen. Sehr, 17. Sehr gerne Januar Leipzig, bin ich unten und winke. Ich werde das prüfen. Okay, vielen herzlichen Dank für den Besuch, für die Live-Musik und wir schauen gleich mal auf den Gast. Das Wetter ist ja normalerweise das Thema Nummer eins. Im Moment ist es aber der Bahnstreik und der ist wirklich Thema für alle, die pendeln oder in den nächsten 4 Tagen eine Reise planen. Wenn es jetzt losgeht mit Schnee und Eis und Glätte, dann ist ja meistens das Anfahren oft ein Problem. Vielleicht hast du da schon mal einen Tipp? Es gibt bei den meisten modernen Autos, die mit Automatik ausgerüstet sind oder mit einem automatisierten Getriebe, gibt es eine Winterstellung. Da wird dann mit vermindertem Saft S und W, Sommer und Winter, losgefahren. Dann hat man also schon mal dieses Problem nicht. Wichtig sind natürlich auch immer die Reifen, die wieder zum Leben erweckt werden sollten. Und natürlich die Batterie, Ladungserhaltungsgerät. Ist klar. Ja, also das sind die beiden Tipps, die ich jetzt auf die Schnelle für 2 Räder habe. Herrlich. Und es gibt natürlich noch Kesslers Bonustipp, dann im Internet bei Facebook. Schauen Sie mal rein. Es war wieder sehr schön mit dir, Andreas. Mit dir auch. Vielen herzlichen Dank.
Ich habe auch wirklich nichts zu meckern. Und meckern ist schon das nächste Thema bei uns, liebe Zuschauer. Wir Deutschen kritisieren ja gern, meckern mit Vorliebe und bewerten auch schon mal den einen oder das andere. Und hervorragend geht das im Internet, wenn man negative Erfahrungen gemacht hat, zum Beispiel beim Online-Einkauf. Doch Vorsicht, so richtig vom Leder ziehen. Es kommt nicht so oft vor, dass ein Fernsehfilm so enorme Nachwirkungen entfaltet wie der Polizeiruf vom vergangenen Sonntag. Das traurige Thema hat wohl niemanden kalt gelassen und noch immer wird über die Problematik erweiterter Suizid diskutiert. Besonders heute, denn da erreichte uns die folgende Meldung aus Frankleben in Sachsen-Anhalt. Die Polizei sucht fieberhaft nach einem 28-jährigen Mann, der seit Montag zusammen mit seinem 3-jährigen Sohn vermisst wird und vermutet das Schlimmste. Während wir so langsam die warmen Winterjacken aus dem Schrank holen, ist sie schon längst in ihr warmes Winterquartier gezogen. Die Kamelie im Pillnitzer Schlosspark bekommt jedes Jahr sogar ein eigenes Haus, damit sie bei Minusgraden nicht erfriert. In dieser Zeit ist sie für die Besucher leider unzugänglich, aber wir konnten sie heute besuchen. An dieser Stelle schalten wir wieder in die Landesfunkhäuser zu unseren 3 Kollegen. Und wir beginnen mit Tino Böttcher in Dresden. Bei euch könnte heute das Motto lauten, mit dem Sachsenspiegel um die Welt. Ein tolles Projekt, Freiberger Schüler zu Gast in Nepal. Mehr von der Reise zeigt der Sachsenspiegel 19 Uhr. Vielen Dank, Tino. Danke, gerne. Zum Thüringen-Journal, das sich heute um Legehennen kümmert. Steffen, da gibt es ja viele Vorurteile. Sind die denn berechtigt? Geflügelzucht im großen Stil, heute Thema im Thüringen-Journal 19 Uhr im MDR-Fernsehen. Dankeschön. Die Kollegen von Sachsen-Anhalt heute checken in den nächsten 3 Wochen ihre 3 Großstädte. Anja Petzold in Magdeburg, heute nehmt ihr das Thema Arbeit in der Landeshauptstadt unter die Lupe. Zu welchem Ergebnis seid ihr denn gekommen? Ja, hallo Katrin. Wir haben mehr interessante Fakten über Magdeburg und die Magdeburger dann ab 19 Uhr bei Sachsen-Anhalt heute. Vielen Dank, Anja. Danke. Fast so lange wie Deutschland wiedervereint ist, gibt es in Leipzig die Euroszene. 1991 fand das Festival des zeitgenössischen europäischen Theaters zum ersten Mal statt. Seit gestern Abend läuft das 24. Festival. Und beim Eröffnungsstück, hier sehen wir Bilder, gab es 10 Minuten lang Beifall, zum Teil Standing Ovations. Und am Wochenende läuft in 3 Vorstellungen das einzige Stück für Kinder. Der Fischer und seine Frau. Und unser Reporter Jens Hölzig ist bei den Proben im Schauspielhaus sinnbildlich gleich mal baden gegangen. Ja, also locken wir doch unsere Jüngsten mal vom Computer und Smartphone weg hin ins Theater. Es lohnt sich. Bei Gewusst Wann gibt es heute 200 Euro zu gewinnen. Sie mussten ja nur das Jahr erkennen, in dem die Prisma-Redaktion auf Verfallsdatumsjagd in DDR-Kaufhallen unterwegs war. Ich bin gespannt, ob Sie das Jahr erraten haben. Wen habe ich denn am Telefon? Ja, mein Name ist Ebersbach. Guten Tag, Herr Ebersbach. Woher rufen Sie uns denn an? Aus Berlin. Aha. Und Sie verfolgen immer schön MDR um 4? Ja, ziemlich oft, ja. Na, und immer öfter wahrscheinlich, wenn Sie jetzt auch noch gewinnen. Dazu müssten Sie mir aber das richtige Jahr sagen. Soll ich Ihnen sagen, ja? Das wäre schön. 1986. Na, da sind wir aber gespannt, ob jetzt unser kleines Zahlenspiel hier stehen bleibt. Und Sie, was würden Sie denn mit 200 Euro machen? Oh, ja, da geht man mal aus und die Frau mitnehmen ist schön. Für 200 Euro können Sie das bestimmen. Da gibt es bestimmt 2 Karten. Viel Spaß beim Geld ausgeben und viel Spaß dann im Theater. Vielen Dank fürs Mitmachen. Tschüss. Und Grüße nach Berlin. Und wir schauen mal auf unseren Gast von morgen. Da dreht sich bei uns alles um das Thema. Endlich ist er wieder da. Viele Zuschauer fragen ja schon immer, wann kommt denn Michaela Koschak wieder? Wie geht's denn den Kindern? Ja, und sie hat die Auszeit ein bisschen genutzt natürlich und hat wieder ein Buch geschrieben. Das bringt sie morgen auch mit. Und da werden wir zusammen ein schönes Wetterquiz machen. Dann können Sie auch das Buch gewinnen. Ich freue mich auf Sie. 16 Uhr geht's los. Ich bin pünktlich.